Alright, dann 19 Uhr, lasst uns durchstarten. Ein herzliches Willkommen auch wieder an einem heutigen Donnerstagabend um 19 Uhr zu dem Live-Webinar. Ich möchte es wie immer sehr interaktiv gestalten, deswegen freue ich mich über eure Fragen, eure Kommentare. Immer her damit. Ich möchte mich auch wieder heute bedanken für die rege Teilnahme, dass ihr heute mit dabei seid, aber auch für die letzten Male so zahlreich mit dabei wart, auch für die vielen E-Mails, die mich erreicht haben jetzt in der vergangenen Woche, wo ja, der Wunsch geäußert worden ist, unter anderem diese Chart-Analyse, die wir hier im Webinar machen, um eben Trend zu identifizieren, um Unterstützungsbereiche und Widerstandsbereiche im Chart zu identifizieren. Ob man das nicht, ja, nicht nur am Donnerstag zur Verfügung stellen kann, sondern ob ich das auch am Wochenanfang zur Verfügung stellen kann, quasi als Orientierungshilfe. Und ich habe mir da was überlegt und deswegen auch das Thema zu dem heutigen Webinar, der Devisenkompass. Ich habe ein neues Format auf Trading for Freedom. Der ein oder andere hat es vielleicht schon entdeckt im Bereich Blog. Und zwar, ja, noch mehr dazu dann später. Bisschen auf die Folter spannen hier. Wolfgang, guten Abend. Grüß dich. Hintergrund des Ganzen ist, wie schon des Öfteren angesprochen, dieser IPEA-Prozess. Also identifizieren, prognostizieren, entscheiden und ausführen. Das sind so die Grundschritte, ja, die ich täglich durchlaufe, um mit Trading meinen Lebensunterhalt zu verdienen, um im Trading erfolgreich zu sein. Das heißt, gehen wir es nochmal kurz durch. Im Identifikationsprozess bestimme ich Trend, Widerstand und Unterstützungszonen, um dann zu prognostizieren, naja, wohin könnte und wie könnte sich der Markt als nächstes bewegen. Im Hinterkopf behalte ich damit dabei, dass Widerstandszonen und Unterstützungszonen so als Preismagneten wirken. Und dann, wenn ich diese zwei Schritte abgeschlossen habe, dann geht es ins Eingemachte. Dann entscheide ich, wie kann ich jetzt mit Gewinnvorteil im Markt aktiv werden. Also auf Basis welcher Trading-Strategie oder regelbasierten Trading-Plan kann ich aktiv werden. Und wenn ich diesen Gewinnvorteil für mich identifiziert habe, dann geht es darum, via Trade-Management oder einfacher gesprochen, zu entscheiden, wie kann ich jetzt einsteigen und wie kann ich aussteigen. Also wo setze ich meinen Stop-Loss, wo setze ich meine Gewinnziele und wann ziehe ich meinen Stop-Loss nach, wie viele Positionen handle ich, wie viele Teilpositionen handle ich. Das sind alles die Fragen, die dann in dem Trading-Plan drin stehen und dann im Trade-Management ausgeführt werden. Das nochmal zur Orientierung. Die ersten zwei Schritte, identifizieren und prognostizieren. Aus meiner Erfahrung mit der Zusammenarbeit mit den Kunden von mir, von den Klienten, diese zwei Schritte werden oft übersprungen und nicht gemacht, sind aber für mich entscheidend, weil sie schon den ersten Gewinnvorteil geben. Ja? Das Konzept ist einfach in Trendrichtung zu handeln und wenn ich Widerstandslinien und Unterstützungszonen eben kenne, ja, dann kann ich potenzielle Umkehrzonen identifizieren im Markt, im Chart, habe dann Auge drauf und weiß eben, wo genau es interessant wird, wo potenzielle Umkehrzonen sind und wo auch potenziell Bewegung in den Markt kommt. Und dieses Wissen, dieser Informationsvorsprung, das habe ich reingepackt in ein Format, das nennt sich Devisenkompass, soll also quasi Orientierung geben, einen Informationsvorsprung verschaffen, am Wochenanfang für die Trading-Woche. Und da gehe ich her und schauen wir uns am besten live an. Die erste Ausgabe ist schon veröffentlicht worden von mir. Dazu wechsle ich mal kurz den Modus. So. So, Walter, guten Abend, hallo. Seht ihr die Seite alle, den Devisenkompass? Kann es jeder sehen?
vielleicht ein kurzes Feedback, damit ich weiß, dass ihr das Gleiche seht. Alles klar. Danke fürs Feedback. Okay, super. Also zu finden ist der Devisenkompass, auch wieder im Blogbereich, bei mir auf der Seite, wo ja, Trading-Signale veröffentlicht werden, wo Webinar-Aufzeichnungen dann online gestellt werden und eben auch am Wochenanfang, ich versuche es am Sonntag immer zu veröffentlichen, dieser Devisenkompass. Dann könnt ihr hier draufklicken und kommt dann hier auf diese Seite. Und wie gesagt, Ziel ist es in diesem Devisenkompass, euch bei den ersten zwei Schritten zu unterstützen. Also sprich beim Identifizieren von Trend- und Widerstands- und Unterstützungszonen und zweitens dann zu prognostizieren, naja, wo könnte der Markt und wie könnte der Markt hinlaufen und ja, wie könnte ich dann da aktiv werden, dass ich vorbereitet bin letzten Endes. Ja? Das heißt, ihr seht hier oben eine kurze Einführung, damit auch jeder weiß, um was es geht. Im Endeffekt ja, ist viele Marktanalysen sind da draußen. Es gibt tägliche Kommentare, News und Analysen en masse. Und der Devisenkompass hat das ganz klare Ziel, euch Orientierung zu geben. Das heißt konkret, das Renditepotenzial im Devisenmarkt zu identifizieren und dabei aber gleichzeitig die Risiken zu kontrollieren. Das heißt, mit der Identifikation von Trend- und Unterstützungszonen und Widerstandszonen und der Prognose, wo könnte der Markt als nächstes und wie könnte er dahin laufen, bekommt er so eine Großwetterlage, so einen Überblick mehr oder weniger über die Situation in den einzelnen Devisenpaaren und man ist dann besser vorbereitet und kann dann auch gezielter nach Trading-Gelegenheiten, nach spezifischen Trading-Gelegenheiten in diesen Devisenpaaren suchen, an diesen markanten Stellen im Chart. Genau, was ich mitgebe euch, sind so Impulsgeber aus der Datenecke. Also was steht die Woche an, von Montag bis Freitag? Was sind Wirtschaftsdaten, die veröffentlicht werden, wann, in welchem Währungspaar veröffentlicht werden, die als Impulsgeber dienen könnten, dass man nicht zum Beispiel, wenn jetzt ECB-Sitzung ist oder die FED die Sitzung hat oder auch am Freitag, jetzt wie diesen Freitag, Arbeitsmarktdaten in den USA veröffentlicht werden, dass man einfach das im Fokus hat und auch weiß, da könnte es potenziell zu deutlichen Bewegungen und zu einer deutlichen Volatilitätszunahme kommen. Auch das verstehe ich unter einem Kompass und euch zu unterstützen, mehr Orientierung zu geben. Gut, dann geht's rein. Links werden dann dargestellt, welche Währungspaare in dem Devisenkompass behandelt werden. Hier in dem Fall ist es der Euro-US-Dollar und das Euro-Britische Pfund. Und dann geht's los mit der ersten technischen Analyse. Jetzt in dem Fall im Euro-US-Dollar. Da hatten wir ja letzte Woche neues Jahreshoch erreicht. Die Frage ist natürlich, wie geht es jetzt von dort aus weiter? Und diese Analyse im Euro-US-Dollar ist aufgeteilt in drei große Bereiche, so wie jede andere Analyse auch von einem Devisenpaar in dem Devisenkompass. Nämlich erstmal verschaffen wir uns einen Überblick, also quasi beschreiben die Großwetterlage. Anhand von Text und Chart natürlich, auch in einer ordentlichen Größe, dass man auch was lesen kann. Dann, ausgehend davon, gibt es einen Ausblick. Da ist dann Schritt 2 mit drin, also sprich, wo könnte der Markt als nächstes hinlaufen höchstwahrscheinlich und wie könnte das passieren? Auch natürlich mit Alternativen, der kann nach oben laufen, der kann nach unten laufen. Was er letzten Endes macht, weiß ich nicht, aber ich kann mich darauf vorbereiten und es soll eben in dem Bereich Ausblick passieren. Genau, auch da gibt es natürlich wieder jetzt einen detaillierteren Chart in einem kürzeren Timeframe, hier in einem 4-Stunden-Chart, wo nochmal ein bisschen hineingezoomt wird und eben im Detail angeschaut wird. Und dann als nächste Stufe gebe ich so einen Einblick. Ein Einblick heißt,
Wir als Freedom Trader haben wir eine Trading-Gelegenheit aktuell vorliegen, potenziell für nächste Woche. Also sprich, haben wir ein harmonisches Muster, was sich potenziell vervollständigen könnte. Und können wir mit Gewinn mit Gewinnvorteil aktiv werden? Jetzt in dem Fall ist der Status, dass es hier im Euro-US-Dollar sind. Wir gehen es nachher noch im Chart durch. Da sprechen wir es dann auch an, dass hier zwei Unterstützungszonen identifiziert worden sind, eine Widerstandszone identifiziert worden ist. Und aber jetzt noch bei dem Status aktuell der Veröffentlichung noch kein konkretes harmonisches Muster identifiziert werden konnte, auch kein potenzielles, was vervollständigt werden könnte die Woche. Und dieser Status wird da damit gegeben. Genau. Und das Gleiche natürlich auch hier. Übrigens, wenn ihr sagt, oh, das ist ganz interessant, ihr könnt den Devisenkompass abonnieren, natürlich kostenfrei, jederzeit kündbar. Ihr kriegt damit die Orientierung und habt ihn dann jeden Sonntag oder am Anfang der Woche, spätestens am Montag früh, bei euch im E-Mail-Postfach als Orientierungshilfe. Da einfach nur Name und E-Mail-Adresse eingeben, dann hier auf jetzt Devisenkompass sicher draufdrücken, dann werdet ihr weitergeleitet, wo erklärt wird, dass ihr eine Bestätigungsmail bekommt, die ihr quasi aufmacht und dann auf den Freischalten-Link klickt. Dafür seid ihr dann freigeschalten und damit ist sichergestellt, dass jetzt da ja, dass ihr das auch wirklich wollt und ja, dass keine Robots sich darüber über die vom über keine Roboter oder halt keine Spam-Anmeldungen gibt für mich. Gut, dann auch dann, wie gesagt, im zweiten gibt es jetzt in dem Fall jetzt im Euro-Britischen Pfund, gibt es eine weitere Analyse, auch da wieder selbes Muster. Vom Überblick über einen Ausblick, über einen Einblick wird das Ganze hier analysiert. Es ist auch jetzt im Überblick dann immer Trend mit drin, Widerstandszonen auch in Schriftform hier mit drin, die aber natürlich auch unten im Chart immer auch dargestellt sind und grafisch aufbereitet sind. Genau, auch da wieder jetzt speziell für das britische Pfund und für den Euro nochmal spezifisch im Ausblick, weil es doch ja auch da nochmal spezifisch Wirtschaftsdaten für die Woche aufgezählt, wann könnten Impulsgeber von Datenseite kommen, von der Datenfront kommen, dass man einfach vorbereitet ist und nicht überrascht wird. Weiter kostenfrei. Ja. Also der Devisenkompass ist kostenfrei. Wer den haben möchte, im E-Mail-Postfach, jeden Sonntag, jeden Montag, einfach auf die Seite gehen, wie gezeigt, sich da eintragen. Und einmal dann im E-Mail-Postfach den Bestätigungslink klicken und dafür freischalten. Und das war's dann. Danke, Willi. Ja, wie gesagt, das kam von euch. Ich habe mich dann rangesetzt und das Ganze auch umgesetzt, online gebracht. Und habe halt gesehen, dass ihr da Bedarf habt und Nutzen daraus zieht. Und somit gerne. Ja. Und dann hier auch wiederum, ich habe es hier schon eingezeichnet, hier ist ein mögliches harmonisches Muster schon identifiziert worden. Und da ist jetzt, sage ich mal, der Übergang das möchte ich auch ganz transparent und offen sagen, natürlich zum kostenpflichtigen Teil, wo ich sage, okay. Es wird dargestellt, es wird auch im Einblick dann ganz klar beschrieben. Es liegt ein konkretes Muster vor, eine Trading-Gelegenheit vor mit Gewinnvorteil. Aber klar, die konkreten und präzisen Trade-Informationen, wie jetzt Einstiege, Stop-Loss, Gewinnziele und die Orderbeschreibung, die wird natürlich dann nur den Abonnenten eben, ja, zugeteilt oder die Informationen kommen nur an die Leute, die natürlich die Trading-Signale abonniert haben. Genau, aber für all die, die Orientierung haben möchten, die vielleicht auch eine eigene Strategie haben und denen
die ersten zwei Schritte, was jetzt Orientierung angeht, was Identifizierung von Trend- und Widerstandszonen und Unterstützungszonen angeht, die da Nutzen davon haben, können das natürlich völlig kostenfrei buchen, beziehen und genau. Das zum Thema, was es Neues auf Trading for Freedom geht. Aber ich möchte jetzt auch nicht bis so drüber gehen, sondern ich möchte auch reinspringen, damit ihr den wirklichen Wert auch seht. Und zwar, gehen wir es kurz durch. Ich sehe jetzt eine kleine Verzögerung, aber jetzt hat es sich dann eingependelt. Und ich möchte den Euro-US-Dollar ansprechen. Dazu greife ich auf, was ich hier geschrieben habe. Dass wir eben, ja, wenn wir uns den Chart hier anschauen, seit Anfang 2017 in einem Aufwärtstrend sind und eben letzte Woche dort oben ein neues Jahreshoch markiert haben. Und wenn man das hier sich anschaut, dann sieht man hier schon die ersten zwei roten Kerzen. Wir sind hier jetzt im Tageschart. Wir sind an der roten Linie, auch wie hier beschrieben, an den Hochs quasi von im Juni 2016. Also man sieht es hier drüben, ich nehme mal hier einen Pfeil, dann können wir hier einmalen, ja, an diesen Hochs hier. Da mache ich auch diesen Widerstand fest oder diese Widerstandszone fest. Ja. Auch da sind wir erstmal abgeprallt. Also auch nicht verwunderlich, warum wir gerade da Widerstand gefunden haben und nach unten gedreht sind. Gut. Nun, wie mache ich jetzt, was kann ich jetzt daraus für Schlüsse ziehen? Na, ich weiß jetzt erstmal, okay, da oben ist eine Widerstandszone. Zum anderen weiß ich, dass alte Widerstandszonen auf dem Weg nach oben, die durchbrochen worden sind, potenziell zu Unterstützung werden. Das weiß ich aus Erfahrung. Und die habe ich mir auch eingezeichnet. So, ich weiß trendisch aufwärts. Unterstützungen habe ich. Also was ist der logische nächste Gedanke? Naja, kann ich, wenn jetzt oben abgeprallt ist der Preis, der Kurs und nach unten läuft aktuell, wo kann ich in Trendrichtung wieder einsteigen? Das ist die nächst folgende logische Frage. Und genau da geht es darum, mit diesen Widerstandszonen und Unterstützungszonen, naja, wenn ich weiß, dass potenziell alte Widerstandszonen und Levels zu Unterstützung werden, dann könnten das ja Bereiche sein, wo wieder Käufer in den Markt kommen, wo ich quasi Bewegung in die Trendrichtung wieder antizipieren kann und natürlich sagen kann, kann ich da aktiv werden, dort kaufen und von dieser antizipierten Bewegung in Richtung Trend, also sprich jetzt in dem Fall wieder Richtung nach oben, partizipieren und profitieren. So, natürlich kann ich jetzt da im Tageschart erstmal keine großen Schlüsse ziehen. Ich will ja auch nicht blind jetzt irgendwo an so einem Unterstützungslevel, wie hier grün eingezeichnet oder wie hier oben auch dargestellt bei der 1.1355 oder bei der 1.13, einfach blind kaufen. Da habe ich weder, weiß ich, ob ich da einen Gewinnvorteil habe, noch weiß ich, wo ich da jetzt meinen Stopp setzen kann und soll. Da fehlen mir noch viele, viele Informationen, um konkret aktiv zu werden. Aber ich kann schon mal eben den zweiten Schritt gehen und sagen, okay, ausgehend von diesen Zonen, die ich identifiziert habe und von diesem Trend, den ich identifiziert habe, was könnte passieren als nächstes? Also kommen wir zum Ausblick. Hier im 4-Stunden-Chart. Zum gleichen Zeitpunkt das Ganze detaillierter dargestellt. Auch wieder hier die Zone, wo abgeprallt ist der Kurs, der Preis. Dann sind wir nach unten gelaufen und eingezeichnet die ersten beiden Unterstützungszonen. So, und das ist halt meine Ausgangssituation. Und jetzt überlege ich, naja, okay, was könnte passieren? Da könnte in der ersten Unterstützungszone Halt finden, es konnten Käufer in den Markt kommen und dadurch, dass die Käufer wieder für Nachfrageüberhang sorgen, könnte der Kurs wieder steigen. Oder das Level hier hält nicht
Der Kaufüberhang ist nicht so in dem Maße vorhanden. Das Angebot ist noch größer, weil viele schon seit Anfang des Jahres auf dicken Gewinnen sitzen und vielleicht jetzt Angst haben, dass der Kurs hier oben, wenn der Kurs hier oben dreht, dass die Gewinne geringer werden und dass es vielleicht erstmal eine größere Korrektur gibt. So, und all die, die dann Gewinnmitnahme oder Gewinne mitnehmen möchten, sorgen natürlich für ein Angebot im Markt. Und wenn das Angebot, solange das Angebot größer ist wie die Nachfrage, wie im normalen Leben ja auch im Wirtschaftsleben, ist auch hier so, sinkt der Preis. Das heißt, ich weiß nicht, ob es hier dreht oder ob es hier dreht. Keine Ahnung. Aber ich kann vorbereitet sein. Und ich kann das, da kann ich mein Augenmerk drauf haben. In diesen Bereichen, in diesen Zonen. So, und jetzt kommt eben im dritten Schritt, kommt dann die Strategie ins Spiel. Und die hängt von euch ab, was ihr für eine Strategie habt mit Gewinnvorteilen. Wir hier bei Trading for Freedom nutzen die harmonischen Muster, die backgetestet sind, die aus Erfahrung eben diesen statistischen Gewinnvorteil uns liefern. Und für mich jetzt gesprochen und all die, die nach diesem System handeln, die suchen natürlich jetzt hier in der Korrekturphase untergeordnet nach Einstiegsmöglichkeiten in Form eines harmonischen Musters. Ja? Aber selbst wenn ich jetzt nicht harmonische Muster handle und vielleicht eine andere Trading-Strategie habe, kann ich mir dann diese Levels hier rauspicken und dann Fokus drauf richten. Und ich möchte euch mal auch ein aktuelles Update geben. Dazu ziehe ich mir den Live-Chart rein von dem Euro-US-Dollar. Und mache hier das zu. Wird dann auch größer dargestellt. Zoom auch hier ein bisschen so, dass man es besser sieht. Ja. So, auch hier im Chart dargestellt, die markanten Marken. Und jetzt springe ich hier mal in den 4-Stunden-Bereich rein. Zoom das mal ein bisschen hierher, dass man es besser sieht. So, was ist passiert? Letztendlich in dem Bereich von dem ersten Widerstandslevel, von dem ersten Unterstützungslevel, haben wir Halt gefunden. Das zweite Level haben wir nicht ganz erreicht. Und auch da sind wir, oder meine Wenigkeit ist an der Seitenlinie geblieben, weil eben kein Vorteil in Form eines harmonischen Musters identifiziert werden konnte. Aber was könnte weiterhin passieren? Der Kurs geht ja weiter. Der wird jetzt da oben wieder testen. Ja? Und jetzt mache ich das Spiel wieder von vorne. Das heißt, hier sind wir jetzt dran. Der wird hier wieder diese Zone, das alte Hoch testen. So, und von da gibt es auch wieder die Möglichkeit. Entweder wir gehen von hier dann drüber. Dann stellt sich die Frage, wo ist die nächste Widerstandszone? Wie viel Luft habe ich da nach oben? Manch einer, der vielleicht eine Breakout-Strategie fährt, der möchte wissen, okay, ja, bis wohin hat er Luft? Jetzt zoome ich da mal rein. Ja, dann sehe ich halt schon, okay, von hier oben bis 1,1615, wie auch im Devisenkompass dargestellt, da ist erstmal Luft. Warum ist da Luft? Können wir uns auch anschauen. Wenn wir jetzt in Tageschart springen und ich das Ganze mal ein bisschen hier kleiner mache und vor allem mal nach links schauen. Zoomen wir mal ein bisschen zusammen. Dann sehe ich, ja, ich markiere das auch mal mit einem Pfeil hier. Ups. Nicht das, was ich wollte, dass ich im April letzten Jahres, dass wir hier oben, hier in dem Bereich, genau dieses Hoch markiert haben. Und so habe ich auch hier wieder die potenzielle Widerstandszone identifiziert. Und bis dahin, ja, zwischen dem Hoch und zwischen dem Hoch, da ist im Endeffekt, so wie ich das sehe, Freiraum. Ja? Der muss jetzt da nicht in einem Rutsch nach oben laufen. Natürlich kann der jetzt da, und jetzt springe ich wieder rein also in den 4-Stunden-Chart. Natürlich kann jetzt Folgendes passieren. Der kann jetzt erstmal hier, wenn er hier drüber geht, was oft passiert, ja, dann kann es natürlich noch sein, dass wir hier in Form von einem Pullback das Hoch dann wieder testen. Und dann werdet ihr sehen, ob das der letzte Widerstand, ob das dann zur Unterstützung wird und von dort aus wir die letzten Hochs aus letztem Jahr angreifen.
Das könnte passieren. Ja? Oder andersrum, jetzt zoome ich wieder rein, könnte passieren, naja, hier wird wieder verkauft. Die Verkäufer, die hier schon verkauft haben, sind wieder auch hier an der Stelle. Ja? Und von hier oben sehen wir hier nochmal einen Bounce nach unten. Auf dieses Level hier. Oder vielleicht dann auch nochmal eine Nummer tiefer auf dieses Level hier. So, und wenn wir das durchbrechen, dann haben wir das Potenzial, die nächste Unterstützung zu testen. Und so gehe ich her, und das versuche ich euch im Devisenkompass eben mitzugeben, Preiszonen zu identifizieren, wo es potenziell zu einem Umkehrpunkt kommen kann oder zu einer Bewegung kommen kann. Und dann muss jeder für sich selber entscheiden, habe ich eine passende Trading-Strategie mit Gewinnvorteil, dass ich an diesen Punkten aktiv werden kann. Ja. Gut. Konkret können wir das auch gern, das ist nämlich der zweite Teil gewesen, im Euro. Oder gibt es Fragen dazu? Cervantes, hallo, grüß dich, schön, dass du dabei bist. Gibt es bis dahin Fragen von euch? Okay, soweit keine Fragen. Dann würde ich reinspringen in das Euro-Pfund. Beziehungsweise, schaue ich ganz kurz, was habe ich denn vorbereitet für euch? Genau. Springen wir in Euro-Austral-Dollar rein. Das ist ganz interessant hier. Ups. Also schauen wir uns das Ganze mal im Wochenchart an. Das ist eine Analyse von mir. So habe ich das dann auch abgespeichert immer. So. Übergeordnet ist hier eben auch ein harmonisches Muster identifiziert worden. Das heißt, wir können das auch uns hier kurz anschauen. Wir haben mit diesem Move hier nach oben, der sehr dynamisch war, haben wir ein neues Strukturhoch erreicht, weil wir das letzte Hoch hier durchbrochen haben nach oben, drüber geschlossen haben. Ja? Und dann haben wir eine längere Korrektur erlebt. Ich zeichne die mal kurz nach mit Lila, damit ihr das seht. Also von diesem neuen Strukturhoch haben wir dann eine Korrektur erlebt, die ein bisschen komplex war. Übergeordnet. Und dann hat uns aber, meine Idee war immer ständig, okay, ich möchte quasi in Form von einem übergeordneten Trend, hier von diesem Impuls, von dieser Impulsbewegung im Wochenchart, davon möchte ich, ich möchte long einsteigen. Ich möchte in Trendrichtung eine Kaufgelegenheit finden und möchte von diesem impulsartigen Trend, der sich da eröffnet hat, davon möchte ich bewegen. Oder von dieser Impulsbewegung, davon möchte ich profitieren. So, wo kann ich jetzt da einsteigen? Das ist meine nächste Frage. Und da habe ich halt hier unten natürlich klar auf dem Level von den letzten Tiefs hier Unterstützung identifiziert. Ich kann das auch nochmal mit einem grünen gestrichelten, wie ich sonst immer mache, hier einzeichnen. So, da ist ganz klar Unterstützung identifiziert worden. Und letzten Endes hätte ich jetzt ja auch hier oben schon Unterstützung gehabt. Ja, ja, aber ich hatte da kein harmonisches Muster, ich hatte da keinen Gewinnvorteil. Und so warte ich eben und warte eben und warte und bleibe auf den Händen sitzen, bis ich dort an dieser Stelle dieses Muster komplettiert habe und dort nach Trading-Strategie eben einsteigen kann. Mit Gewinnvorteil. Wie setzt sich der Gewinnvorteil zustande oder wie kommt er zustande? Naja, zwei Komponenten. Einerseits die Trefferquote gleich größer 50% durch das harmonische Muster. Das ist statistisch erwiesen, das habe ich zurückgetestet und trade schon seit Jahren. Und zum anderen, wie ihr hier unten seht,
habe ich mit der ersten Teilposition ein Chance-Risiko-Verhältnis von 2,46 und mit der zweiten Teilposition ein Chance-Risiko-Verhältnis von 4. Das heißt, ich erhalte das Vierfache von meinem Einsatz. Mit der zweiten Teilposition und das 2,46-fache von meinem Einsatz bei der ersten Teilposition. Ja? Dargestellt in diesen roten Boxen und diesen grünen Boxen. Und darum geht es letzten Endes, diese Zonen identifizieren, warten, bis ich einen Gewinnvorteil habe und dann aktiv werden. Dann kann ich hier einsteigen. Man sieht ja selber, ja, wie genial ist wieder getroffen worden, hier ist hier unten dieser Einstieg. Also wir haben natürlich kurzzeitig, es ist ein klein wenig der Kurs gegen uns gelaufen, aber dann schon in der nächsten Woche, die Woche drauf, ging die Reise nach oben los. Und jetzt springe ich hier mal rein in den Tageschart, da sieht man das dann noch ein bisschen deutlicher. Ja, letzten Endes waren wir zwei Tage ein klein wenig im Minus und dann ging die Reise nach oben los. So, was ist dann passiert? Und ich möchte das auch als Beispiel nehmen, nicht nur um aufzuzeigen, dass da schon Gewinnziel 1 erreicht worden ist. Nee, mir geht es um was ganz anderes. Mir geht es darum, wenn ich jetzt beispielsweise so einen Einstieg verpasst habe, wie kann ich dann auf diesen neuen Stand im Trend hier, also untergeordnet in dem Tageschart, ja, durch neue Struktur hochs, wie kann ich da wieder aktiv werden? Und auf der Long-Seite aktiv werden mit Gewinnvorteil. Ja, und das ist wieder dasselbe Spielchen. Ja. Ich identifiziere auch hier wieder mögliche Widerstandszonen und Unterstützungszonen. Und wie wir hier sehen, haben wir an dieser Stelle hier, ich nehme jetzt hier mal einen Stift nochmal, kann man das löschen? So, jetzt da. An dieser Stelle hatten wir links das letzte Tag, ja, tiefere Hoch. Das haben wir an dieser Stelle mit Schlusskurs durchbrochen und hier oben geschlossen. Damit haben wir ganz klar hier per Definition einen Aufwärtstrend, der sich dann sogar, wie vorhin auch geschildert, so einen Pullback, seht das? Ja, Pullback getestet, das letzte, der letzte Widerstand, der potenzielle Widerstandsbereich wurde getestet, wird jetzt Unterstützung und dann haben wir den nächsten Move hier gesehen nach oben. So, und auch hier wieder, an dieser Stelle sind wir gedreht nach unten und ich suche immer noch nach Long-Einstiegschancen. Wo schaue ich jetzt natürlich potenziell? Ja? Natürlich wieder hier auf diesem Level. Da frage ich mich jetzt natürlich, wie kann ich da aktiv werden? So, wenn ich mich das frage, okay, alles klar, harmonisches Muster, springe ich mal rein, nehme ich einen 4-Stunden-Chart. Und schauen wir das Ganze hier mal an. So, ich markiere das ganz kurz. Und weiß hier wieder, das ist in dem Bereich unsere potenzielle Unterstützungszone. So. Und ein geschultes Auge erkennt hier ein mögliches Muster. Nämlich ein Cypher-Muster. Ich zeichne das hier mal auch grob ein. Ja. Ja, habe hier den Einstieg. So, und jetzt habt ihr auch mal einen Fall, wo das halt nicht gleich dreht. Also es dreht nicht immer genau an dieser Stelle. Da kann man nicht die Uhr danach stellen. Aber was wir halt machen in dem Fall, ja, auch hier wieder, wir haben ein ganz klares Regelwerk bei Trading for Freedom mit dem Trading-System, wo wir unseren Stop-Loss setzen. Ja. Und wo wir nicht nur im Verlustfall aussteigen, sondern natürlich auch, wo wir im Gewinnfall aussteigen. Und wie wir hier sehen, sind wir hier, hatten wir hier Glück. Ja.
Wir sind hier nicht ausgestoppt worden und haben hier an dieser Stelle unser erstes Gewinnziel erreicht. Na, so. Und hier sind wir, genau, sind wir jetzt dran und haben es gerade erreicht, das zweite Gewinnziel. Das ist halt der Vorteil von den ersten beiden Schritten: Trendidentifikation, Widerstands- und Unterstützungszonen identifizieren und dann eine Prognose erstellen und sagen, okay, wenn es jetzt hier oben dreht, an dieser Stelle, ich nehme mal hier einen Stift, wenn es an dieser Stelle dreht, okay, ich suche immer noch nach Long-Einstiegen, wo kann ich jetzt schauen? Ja, hier sehe ich auch eine Zone. Hier kam es dreimal zur Unterstützung. Hier hätte ich drauf geschaut. Hätte ich hier einsteigen können. Aber hier oben drin hatte ich kein harmonisches Muster mit einem Gewinnvorteil. Also konnte ich nicht aktiv sein. Also weiter auf den Händen sitzen. Dann ist der Kurs hier durchgebrochen. Bis hier unten hin. Wieder nach oben, haben diese letzte Zone hier potenziell Unterstützung, jetzt Widerstand getestet und sind dann wieder weiter nach unten gedreht. Und hier ist mir bereits bewusst und hier habe ich bereits auf dem Schirm, okay, das ist ein Einstieg, da habe ich einen Gewinnvorteil. Ob es in dem Fall wirklich so wird, weiß ich zu dem Zeitpunkt nicht. Aber ich weiß, über viele Trades verdiene ich damit Geld. Gut, gibt es dazu Fragen zu der Vorgehensweise zum Beispiel auch? Okay, super. Alright. Das sind eben Dinge, die versuche ich euch mitzugeben im Devisenkompass als Orientierungshilfe. Habt ihr, ich würde das jetzt ganz spontan machen, habt ihr einen Wunsch, den wir uns anschauen sollten? Also sprich, wir können uns ein Devisenpaar anschauen, wir können uns aber auch einen anderen Markt anschauen. Alex ist sofort dabei, dann her damit. Wie meine Backup? Also was wir uns anschauen könnten, aber gut, ist jetzt auch wieder schauen wir mal ganz kurz. Ich hole mal ganz kurz die Community rein. Also auch da wiederum, schauen wir ganz kurz. Achso, ja, auch gestern reingestellt von mir, ein Short im US-Dollar, kanadischen Dollar zum Beispiel. Mit schönen 89 Pips insgesamt Gewinn, aber auch natürlich, und das möchte ich natürlich genauso auch rausarbeiten, heute zum Beispiel auch ein Short im Euro-US-Dollar. Und da sind wir mit, ich glaube, was sind wir,
war das nochmal ganz kurz? Ich glaube, da sind wir mit, ja, in dem Fall mit 28 Pips ausgestoppt worden. Also das gehört auch zum Trading-Business mit dazu. Cervantes sagt US-Dollar-Yen, können wir uns auch anschauen. Alex, was Backtesting angeht, wie ich es getestet habe, das wird jetzt den Rahmen hier sprengen. Auf die Kürze kann ich das auch gar nicht so darstellen. Das würde ich dann in einem separaten Webinar mal aufgreifen. Ist das in Ordnung? Also das wäre jetzt einfach zu ausführlich, zu wenig Zeit für das Thema. So wie ich es auch behandeln dann wollen würde. Also springen wir rein in US-Dollar japanischen Yen. So. Jetzt da. Gartley und Butterfly. Auf welcher Zeitebene, Cervantes? Auf der Stunde? Okay, schauen wir uns an. Also ich würde es auch wieder so machen, wie gehabt. Übergeordnete Analyse. Also sprich, mir das Ganze anschauen. Von September letzten Jahres habe hier den Tageschart. Ja, und ihr seht hier, was den Tageschart angeht, haben wir hier den Impuls gesehen von November bis Dezember letzten Jahres, der sehr stark war. Und seit Anfang 2017 jedoch sind wir hier auf Tagesbasis in der Korrektur. Wenn wir es von Anfang 2017 aus anschauen, haben wir hier einen ganz klaren Abwärtstrend. Und haben aber hier unten, ich werde da nochmal kurz Unterstützungszone einzeichnen, haben aber hier aktuell im Juni, wie ihr hier seht, haben wir die gar nicht mehr ganz getestet und haben hier ein höheres Hoch. Und aber wie gesagt, übergeordnet immer noch mit tieferen Hochs. Ich gebe das mal kurz noch rein. Ja, ich habe hier ein Anfangshoch. Und dann habe ich hier ein tieferes Hoch. Wiederum ein tieferes Hoch. Und hier aktuell nochmal ein tieferes Hoch. So. Das heißt, ich suche. Und hier unten natürlich tiefere Tiefs. Ja. Hier wohlgemerkt haben wir kein tieferes Tief mehr gemacht auf Schlusskursbasis, haben das auch nicht mehr ganz genau getestet, sondern sind davor schon wieder Richtung Norden gedreht. Was ich jetzt hier sehe, ist eine potenzielle Seitwärtskonsolidierung, die wir potenziell einschlagen, aber immer noch übergeordnet sind wir in einem Abwärtstrend. So, das heißt, ich suche nach Short-Einstiegmöglichkeiten. Und da haben wir eben aktuell ein Signal, ein harmonisches Muster in Form von einem Cypher-Muster. Wenn man jetzt Swing tradet über mehrere Wochen hinweg, kann man das hier handeln. Wir sind hier aktuell auf dem Einstiegslevel und mit den Gewinnzielen hier runter. Jetzt grob eingeteilt, ich kann es jetzt auch genau bestimmen, aber nur um es schematisch jetzt darzustellen. Und wie ihr hier seht, und das ist das eben, was das auch wiederum bestätigt und die Wirkungsweise von diesen harmonischen Mustern halt auch bestätigt, es geht hier nicht gleich weiter, sondern auf diesem Einstiegslevel hier oben, ich mache das hier mal rot für Short-Einstieg, ja, ein bisschen größer, erkenne ich einfach, dass es hier, auch von den Kerzen her, dass es hier zu Widerstand kommt. Ja, ich habe diese Dojis, mit den langen Dochten auch, da kommt auf jeden Fall Verkauf, Angebot rein. Und das ist sicherlich jetzt eine Preiszone, wo es sich entscheiden wird, ob wir hier nach unten drehen, in Richtung der Gewinnziele von diesem Cypher-Muster, oder ob wir hier nach oben drehen und die letzten Hochs testen. Das wird sich jetzt entscheiden. Aber einen statistischen Vorteil habe ich
auf Tagesbasis in diesem Muster, dass es hier nach unten dreht. Ob es in dem Fall so passieren wird, weiß ich nicht. Aber springen wir rein. In den Tageschart. Ich möchte es schrittweise machen, Cervantes, damit jeder folgen kann. Ja? Also ich könnte es ja auch gleich hier machen. Den Chart, springen runter in den 4-Stunden-Chart. So. Also die Idee ist immer hier oben noch, für mich jetzt gesprochen, ich weiß, in einem 4-Stunden-Chart jetzt, ja, wenn ich die Analyse mache, klar, in einem 4-Stunden-Chart bin ich untergeordnet, bin ich bullish. Keine Frage. Das ist mega bullish. Untergeordnet. Aber ich weiß halt übergeordnet, und deswegen ist die Trendidentifizierung so wichtig. Übergeordnet habe ich tiefere Hochs, befinde ich mich in einem Abwärtstrend. Und somit ist dieser bullische Trend im 4-Stunden-Chart, so wie man es hier auch sieht, ja, nur eine Korrektur in einem Abwärtstrend. Das muss man halt sich vor Augen halten. So. Natürlich, wenn ich jetzt in einen Stundenchart reinspringe, sieht das Ganze noch bullischer, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, aus. Ja. Kommt von links unten nach rechts oben, ganz klar Aufwärtstrend auf Stundenbasis. So. Hier oben sehen wir auch hier, ich nehme das jetzt, wobei ich kann es drin lassen, man sieht ja gut durch. Ich mache es noch einen Tick durchsichtiger. Jetzt, was passiert hier oben? Ich nehme hier andere Farbe. So, also Impuls nach oben, Korrektur, wieder neue Struktur hoch. Und von dort aus eine Korrektur. Und jetzt wieder auf dem Weg nach oben, Fragezeichen. Das ist hier die Frage. Schauen wir uns das Ganze mal an. Wie können wir da potenziell aktiv werden? Also, wenn ich jetzt weiß, übergeordnet, Trend abwärts, ich suche nach einer Short-Möglichkeit. Und ich bin jetzt jemand, der nicht im Tageschart handelt. Warum? Weil mir der Stop-Loss, jetzt sieht man natürlich nicht mehr viel, ja, der Stop-Loss, den ich hier hätte, ich zeichne es mal ganz grob ein, an dieser Stelle, weil mir der von der Pip-Anzahl her, ich tippe irgendwo mal hier, zu groß wäre. Ja, das sind irgendwo dann in dem Moment 250 Pips oder 250 Pips circa. Das heißt, mein erstes Ziel müsste irgendwo hier unten sein, mindestens 1:1. Aber 250 Pips auf die Positionsgröße, also darüber eine Positionsgröße zu bestimmen mit einem kleinen oder mit einem kleineren Konto, ist halt nicht für jedermann machbar und dementsprechend ist es nicht interessant für denjenigen im Tageschart zu handeln. Aber nichtsdestotrotz kann ich ja untergeordnet mir eben überlegen, wie in einem Stundenchart, kann ich trotzdem aktiv werden. Also identifiziert habe ich hier potenzielle Widerstandszone. Ich sehe auch hier, ja, die Dynamik lässt nach. Ich habe zwar jetzt noch keine tieferen Tiefs gemacht, also der Trend ist auch hier nicht gebrochen, der ist noch aktiv, der untergeordnete Trend, der untergeordnete Aufwärtstrend, aber übergeordnet habe ich eben diesen Abwärtstrend. So, also springen wir rein und schauen wir mal, was wir hier erkennen können. So, jetzt nehme ich das aber. Ja, passt. So. Also, schaue ich mir an, wo kann ich aktiv werden? Genau, Cervantes hat völlig recht. Ist ein potenzielles Gartley-Muster, was wir hier haben.
Ups. Das heißt hier. So, jetzt sein ist eines Muster. Mit Gewinnziel hier oder hier. Was jetzt den Stundenchart angeht. Spricht zwar jetzt gegen den Trend im Stundenbereich, aber übergeordnet weiß ich, sind wir im Abwärtstrend und es könnte eine mögliche Einstiegsmöglichkeit sein, wo ich sogar noch mein zweites Gewinnziel, wenn ich das versuchen möchte, deutlich weiter unten legen kann. Weil ich sage, okay, wenn ich das als Einstieg nehmen kann für meinen übergeordneten Trade, ja. Wo kann ich denn da mein Ziel erstmal legen? Naja, wo sind die nächsten Unterstützungslinien potenziell? Hier sehe ich eine. Warum sehe ich hier eine? Wir haben hier. Ich mache das mal rot. Ja, ich habe hier Widerstand. Und dann. Hab hier das Level als Unterstützung. Hab's hier wieder. Hab's hier wieder. Und hab's hier wieder. Ja. Also wenn man zweites Target, könnte man auch nicht hier setzen, sondern könnte man auch hier setzen. So, was das bedeutet, dann habe ich gleich ein ganz anderes Chance-Risiko-Verhältnis. Wir können das auch gerne mal eingeben, damit ihr das mal seht. Grafisch dargestellt. Mach es mal breiter, dann sieht man es besser. Da wäre das erste Gewinnziel. So, das erste Gewinnziel hätte ich ein Chance-Risiko-Verhältnis von. Jetzt mal ein bisschen rein. Ein klein aktueller. So, für das erste Gewinnziel hätte ich ein Chance-Risiko-Verhältnis von 1,7. 1,71. Und fürs zweite Gewinnziel, wenn ich sage, ich will übergeordnet eben den potenziellen Abwärtstrend reiten, weil es hier potenziell dreht, dann könnte ich auch sagen, möglicherweise, ja, je nach Tradingplan, was ihr getestet habt, könnte ich auch unten hier in dem Bereich vielleicht ein bisschen einen Tick drüber mein zweites Ziel hinsetzen. Und schon habe ich ein Chance-Risiko-Verhältnis von 4,5. Für die zweite Teilposition. Und darum geht es letzten Endes im Trading, im erfolgreichen Trading, sich genau diese Situationen rauszupicken, natürlich auch erstmal diese Situationen, diese Trade-Gelegenheiten zu identifizieren. Und dann halt wahrzunehmen, ob in dem Fall das Kurslevel jetzt vom jetzigen Standpunkt aus erreicht wird oder nicht, weiß ich nicht. Aber wenn es erreicht wird, bin ich vorbereitet. Weil dann dieses Muster komplettiert wird. Und dann kann ich mit Gewinnvorteilen im Markt aktiv sein. Und nur dann wollen wir auch aktiv sein. Nicht einfach aus dem Bauch raus, sondern mit klaren Regeln und mit einem Gewinnvorteil. Genau. So, gibt es dazu Fragen? Danke, Cervantes, für den Hinweis. Können wir ja im nächsten Webinar wieder aufgreifen, was da aus dieser Trading-Gelegenheit geworden ist. Die im letzten Webinar vorgestellte Trading-Gelegenheit, da ist das Muster leider nicht vervollständigt worden. Die wurde ungültig. Nur als Update für die letztes Mal mit dabei waren.
Gut. Gibt es sonst noch Fragen? Wir haben jetzt eine Stunde durch. Wenn es soweit keine Fragen mehr gibt von eurer Seite, würde ich mich, ja, bedanke ich mich wieder für die Aufmerksamkeit, dass ihr alle am Donnerstagabend mit dabei wart. Vor allem bei dem Wetter. Finde ich klasse. Ich hoffe, ich konnte euch mit dem, ja, mit dem Devisenkompass was Gutes tun. Würde mich freuen, wenn ihr euch dafür anmeldet. Hier. Einfach Name, E-Mail-Adresse eingeben. Das Ganze ist kostenfrei, unverbindlich. Habt damit also absolut kein Risiko und verpasst halt dadurch keinen Devisenkompass mehr, sondern ihr kriegt den am Sonntag oder Montag früh spätestens dann findet ihr den Devisenkompass bei euch im Postfach. Genau. Okay, super. Gerne, Wolfgang. Gerne. Und in diesem Sinne dann, bis nächsten Donnerstag. Würde mich freuen, wenn ihr wieder mit dabei seid. Auch da gibt es wie immer am Donnerstag 19 Uhr wieder das nächste Webinar. Einladung geht dann in kommende Woche raus. Ich überlege mal ein schönes Thema. Wenn ihr Fragen habt, wie jetzt Alex zum Backtesten, wenn ihr Fragen habt zu der Strategie, wenn ihr Fragen habt zur Trendbestimmung oder allgemein einfach trading-technisch die ein oder andere Herausforderung habt, wo ihr gerade dran seid, die zu meistern, schreibt mir eine E-Mail, wie jetzt auch denjenigen, die mir geschrieben haben mit dem Identifikationsprozess und mit dem Prognostizieren. Als Orientierungshilfe gerne mache ich mich ran und versuche dann was umzusetzen beziehungsweise Informationen fürs nächste Webinar aufzubereiten. In diesem Sinne, einen schönen Abend an alle, genießt das Wetter noch, vielleicht den Biergarten und dann bis nächsten Donnerstag. Bis dahin.